Hallo YouTube, willkommen zu einem etwas anderen Video. Heute mache ich eine Top 10 von meinen Mangas. Und ja, beginnen wir mal mit Platz 10, die wir da oben stehen haben. Naruto. Naruto war eines meiner ersten Mangas und ich fand die Serie einfach ganz toll. Auch die Anime-Serie ist einfach nur spitze. Und die Geschichte ist einfach, die wird einfach spannender von Band zu Band. Ja, und leider habe ich auch nur bis Band, ich hoffe, ihr könnt das sehen, bis Band 22. 20 fehlt, keine Ahnung, wo der ist. Komischerweise ist er verschwunden. Und ja, kommen wir zu Platz 9. Die haben wir hier unten, Death Note. Also, es geht in Death Note um. Hoffentlich ist der im Cover drauf. Ja, der ist im Cover drauf. Über Light Yagami. Der findet vor der Schule ein Death Note. Und wenn man einen Namen in das Death Note reinschreibt, stirbt er nach 60 Sekunden an einem Herzinfarkt. Und die Serie wird einfach so spannend. Überhaupt, das Ende ist ganz. Wie soll ich sagen? Also, ich hätte es nicht erwartet. Aber ich möchte jetzt euch nicht das Ende vorausnehmen. Dann, was könnte Platz 8 sein? Also ich habe das Video nicht vorbereitet. Ja, Platz 8 haben wir hier. Tokyo Inferno habe ich leider nur Band 1. Band 2 ist gerade, glaube ich, in Nachdruck. Also ich kann mich flüchtig nur an den Manga erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass es dann traumhaft war. Also es geht um diese Frau hier. Also es geht plötzlich ein Erdbeben in Tokio los, glaube ich, und dann sterben sehr viele Menschen. Und diese Serie lehnt sehr an den Anime, den ihr hier sehen könnt, Tokyo Magnitude an. Also es ist fast dasselbe, aber halt nur mit Erwachsenen anstatt mit den Kindern. Und die Serie war einfach nur spannend bis zum letzten Kapitel. Man sieht, der ist extrem fett. Kostet auch 17,30 oder 17,80, wenn meine Kamera fokussieren würde. Fokussiere. Sie will gerade nicht fokussieren. Na egal. 17,50, da, Gott sei Dank. Ja, auf Platz 7. Ich glaube, das ist Platz 7. Ja, Platz 7 haben wir jetzt. The World God Only Knows. Also davon habe ich nur 5 Bände. Aber mir hat einfach der Manga so gefallen, der war einfach lustig und so. Aber ich habe leider die Geschichte vergessen, ich kann mich erinnern, dass er extrem lustig war. Also ich kann mich noch erinnern, dass es um diesen Jungen geht, der sich in. Also der spielt sehr viele Romantikspiele und so. Und es geht dann darum, dass sich dieser Bub in Mädchen, also die Mädchen müssen sich in ihn verlieben und so. Aber es war eigentlich ganz lustig und ja, also. Den Manga würde ich sehr empfehlen. Also die, was Romantik und Comedy mögen. Auf Platz 6 haben wir Tag X. Ja, Tag X war einfach nur so ein ganz kurzer Einzelband. Also es geht um diese vier Personen, die die Schule in die Luft sprengen möchten. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie es sogar geschafft haben. Aber die Zeichnungen sind auch extrem schön hier. Also sehr schön gezeichnet. Aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Und das Einzige, was mich an dem Manga aufgeregt hat, ab hier, also ab hier beginnt dann irgendeine Geschichte. Keine Ahnung von wo. Und die habe ich mir auch nicht mehr durchgelesen, weil ich dachte noch, ah, die zählt sicher noch zur Geschichte. Und auf einmal geht es ins Mittelalter und so. Das ist ganz komisch. Auf Platz 5 haben wir schon, glaube ich, sogar, oder? Lass mich kurz nachzählen. Eins, nicht eins. Zehn, neun, acht, sieben. Platz 6 sind wir. Da haben wir Dragon Ball. Ja, Dragon Ball ist einfach eine Serie, die man kennen muss. Wie man sie auch früher auf RTL schon gesehen hat. Und jetzt läuft sie gerade auf ProSieben Max. Diese Serie ist einfach nur spitze. Also ich habe hier die Sammelbände
Ja, leider fehlt da schon die erste Seite, weil da war ja auch der Son Goku. Aber ja, was soll man machen? Auf Platz 5 haben wir Aion. Also Aion, dieselbe, also Aion wurde gezeichnet von derselben Zeichnerin wie Cheeky Vampire. Und Aion war einfach nur ein so geiler Manga, kann ich mich nur erinnern, weil ich habe bei Band 6 aufgehört zu lesen. Ja, keine Zeit leider. Aber Aion ist einfach nur ein Spitzenmanga. Es geht halt um dieses Mädchen, was A ich glaube, sie heißt sogar Aion, aber sie hat irgendeinen Namen. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Ah, genau, sein. Genau, seine oder sein. Hier steht der Name. Fokussiere. Ja, da, seine. Hier sieht man es. Und es geht darum, dass sie irgendwelche Würmer aus Menschen vertreiben muss und so. Und die isst sie dann. Also ihr Wurm isst sie dann. Ja, und die Geschichte wird dann immer creepiger und ganz komisch. Aber manchmal ist es sehr comedy-lastig. Also es ist eigentlich schon die ganze Zeit comedy-lastig. Aber es wird dann immer spannender von Band zu Band. Auf Platz 5. Lasst mich schauen, lasst mich schauen. Was könnte auf Platz 5 sein? Weil da drüben gibt es ja auch noch welche. Ah, genau. Auf Platz 5 haben wir I'm a Hero. Also I'm a Hero ist ein ganz typischer Zombie. Wie soll ich sagen? Eine ganz typische Zombie-Serie. Also es geht um einen Mann, der träumt, irgendwie ein Held zu sein. Und plötzlich bricht die Zombie-Apokalypse aus. Und er kämpft dann gegen die Zombies. Und ja, es ist halt so ein typischer Zombie-Manga. Hier sieht man ein Cover. Da ist er drauf, der Hauptcharakter. In seiner Rüstung. Ja, auf Platz 4 gehen wir mal hier rüber. Da haben wir Yotsuba. Also, es geht um dieses kleine Mädchen, was Yotsuba heißt. Also, das ist einfach nur ein Spitzenmanga. Es sind Kurzgeschichten drinnen. Und es geht halt um dieses kleine Mädchen, die Abenteuer erlebt. Und der Manga war so lustig. Also, von Band zu Band wird es einfach nur lustiger. Ja, auf Platz 3, glaube ich, sind wir schon angelangt. Haben wir hier, lasst mich rübergehen, Manhole. Also ich kann mich erinnern, dass es im Manhole um einen Mann geht, der irgendeine Krankheit hat. Also da gab es irgendwelche, also es gab mehrere Menschen, die eine Krankheit haben. Die, ich weiß nicht, ob die explodierten oder so, das habe ich ganz vergessen. Aber ich kann mich erinnern, dass die Serie nur einfach gut war und sie war auch sehr spannend. Also man konnte das wirklich in einer Stunde durchlesen. Ja, auf Platz. Oh Gott, wo sind wir schon? Ich vergesse das die ganze Zeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Okay, wir sind doch nicht bei. Okay, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2. Wir sind schon bei Platz 1. Okay. Auf Platz 1. Da müsste jetzt ein guter Manga herkommen. Eigentlich könnte das nur Judge. Also auf Platz 1 ist Judge. Judge ist einfach so eine gute Horrorreihe. Also es geht, also bei Judge geht es um 12 Personen, die wegen einem bestimmten Grund eingesperrt worden sind. Und am Ende gab es, also bei den Mangas von Yoshiki Tonegai ist am Ende immer sowas, was man nie erwartet hätte. Auch bei Judge, Achtung, jetzt kommt ein Spoiler. Also bei Judge ist es dann am Ende so, dass die Freundin vom Hauptcharakter alle eingesperrt hat. Und ich dachte mir so, what the fuck, was war das auf einmal? Weil man hätte gar nicht damit gerechnet, weil am Anfang war sie so ganz unschuldig und so. Aber dann am Ende hat sie alle umgebracht, was? Und am Ende, glaube ich, hat sie sogar auch noch ihren Freund umgebracht, also den Hauptcharakter. Na gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.